Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Diesmal werden wir es schaffen, mit Apollyon den The Beast Kampf anzutreten. Ich dachte aus irgendeinem Grund, ich hätte den Quatschot. Deshalb bin ich gleich wieder umgedreht, weil ich dachte, Quatschot kommt und dann, ne? Ihr wisst schon, schießt der hier. Aber das sieht zwar so ähnlich aus. Aber es ist nicht der das ist nicht der Keeper. Sieht so aus, ist aber nicht der Keeper. Ich möchte nur mal anmerken, dass es zwischendurch sein kann, dass ich ein bisschen ganz komisch rede. Mit so einer richtig, richtig komischen Pause. Ich weiß nicht, ob ich eben diese Pause schon gemacht habe, aber zum Beispiel. Aber irgendwie fühlt sich mein rechtes Ohr so leicht an, als ist der Druck da nicht ganz richtig. Moment. Ausgeglichen und da versuche ich das irgendwie so ein bisschen auszugleichen, wenn ihr euch vorstellen könnt, was ich meine. Und ja, das ist halt das Große und Ganze. Ich glaube, das nehme ich mit. Bloody Lust ist immer gut. Oh, nicht schön. Gehen wir mal runter. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Oh, hätte ich mal Bloody Lust vorher gehabt. Gott, oh Gott, oh Gott, das wäre so schön gewesen. Naja. Hätten wir jetzt zwar Damage, aber glücklich wären wir immer noch nicht. Jetzt haben wir mehr Damage. Sehr schön. Du lebst ja immer noch. Ach Gott. Ich habe mir übrigens ganz kurz vor der Aufnahme, so 2-3 Minuten vorher, angehört, wie Whitebeard brüllt, dass es dass es One Piece real ist. Deutsch und Englisch. Andersherum. Und dazu kann ich nur eins sagen, nämlich dass One Piece is real. Genauso wie es die Queen vom England, genau, von dem von England gesagt hat. Googelt es, ihr werdet es finden. Wir haben zwar genug Schlüssel, aber in den Shop will ich trotzdem ungern. Ne, hier ist nicht das Secret Room. Ich brauche gar nicht unser Secret Room suchen. Und ich kann einfach den hier mitnehmen. So einfach ist das. Oh hey, hier ist der Boss. Oh hey, hier ist der Tod. Der Tod würde mich gerne mitnehmen. Kann es sein, dass ich zwischendurch das Video pausieren muss, je nachdem wie lange es halt dauert. Und weil um 24 Uhr. Das heißt, in genau 2 Stunden und 5 Minuten startet ein Video, das ich unbedingt sehen muss. Und zwar rechtzeitig. Und ja. Dann werde ich das Video pausieren, falls ich bis dahin nicht schon fertig bin. Ich werde wahrscheinlich fertig sein, aber ne? Ich denke, ihr versteht. Aha, selbst getroffen. Also Little Horn kriege ich noch Damage hin. Auch wenn das der andere, der Champion ist. Den kriege ich, hätte das wollen sollen. Verdammt. Zum Mother gehen wir aber nicht. Das heißt, wir gehen gleich hier runter. Und zwar in die nächste Ebene. Sag mal, was gibt's hier? Nichts Wichtiges. Ich muss erstmal reinkommen, wie Apollyon funktioniert.
Ich denke, ich hab's halbwegs. Naja, mal gucken. Heute gab es bei uns gerade eben tatsächlich Knüppelkuchen in Süddeutschland oder so. Wahrscheinlich eher bekannt als Stockbrot. Den Namen unterstütze ich aber nicht. Denn Knüppelkuchen ist so ein spaßigerer Name. Ich weiß gar nicht, wie jemand lieber Stockbrot sagen will. Verdammt. Ein halbes Herz haben wir noch. Also Soul Heart. Das werden wir uns nicht auch noch nehmen lassen. Das brauchen wir noch. Sehr schön. Die Kiste kann ich für eine Bombe weniger öffnen. Sehr schön. Jetzt würde sich der Shop lohnen. Aber ich will erstmal da rein. Also in die goldene Kiste. Das Tier-Sub nehme ich mit. Denn das ist ein garantierter guter Stat. Und wenn es einen Stat gibt, den ich gerne habe, dann ist es einen nützlichen. Ich würde die Alabaster-Box eigentlich lieber mitnehmen als Void. Aber es ist immer noch ein Apollyon-Run. Und den möchte ich auch sehr gerne als Apollyon-Run beenden. Nur weil ich Apollyon bin, muss ich nicht, ne? Steht ihr? Sein Item macht den Charakter, nicht der Charakter selbst. Mit der irgendwie keine eigenen Stats quasi. Ich glaube, der hat sogar dieselben wie Isaac. Also, ne? Suchen wir erstmal Goldraum. Und schauen, ob wir den lieber einschlürfen oder mitnehmen wollen. Sehr schön, noch einer. Verdammt. Es kann nicht mal was Gutes. Ich hoffe, man hört die Jungs nicht brüllen. Die haben mich gerade aus irgendeinem Grund angefangen zu brüllen. Ja, okay, mit dem Gelb sind wir fertig. Gehen wir nochmal in den Shop, schauen nach Geld, nicht Geld, nach Herzen. Dann gehen wir weiter, machen den nächsten Boss, holen uns Angel Deal. Und ja, so circa wird das ablaufen. Ich habe tatsächlich eher auf Pima Temesis gehofft, aber ausnahmsweise nicht. Mal gucken, vielleicht läuft's ja jetzt besser. So, und weiter. Dieser Huster erinnert mich an etwas. Würdet ihr zufällig was trinken wollen? Denn das ist wichtig für euch. So. Pestilenzia. So, ein Angel Deal Item werde ich höchstwahrscheinlich mitnehmen. Einfach weil Angel Deal stark ist. Und die meisten halt einfach nicht nutzlos sind. Wisst ihr, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 kommt ja bald endlich. Mit bald meine ich in wahrscheinlich 2-3 Jahren. Aber es hat in mir so einen Willen ausgelöst. Seitdem kann ich nicht aufhören, an Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses zu denken. Und das vielleicht unter Umständen eine Nachfolger geben könnte, irgendwann,
in irgendeiner alternativen Zukunft. Verstehe? Ist quasi ein Wunschtraum von mir. So wie es in irgendeinem Pokémon-Spiel mal genannt wurde. Vielleicht sollte ich mich um die Jungs da unten erst kümmern. So, fertig. Oh, heute ist ein nerviger Raumtag. Warum hast du das nicht früher gesagt, liebes Spiel? Ich hätte dann heute auch meinen nervigsten aller Räume mitnehmen können. Weil der nervigste aller Räume ist echt der mit, ist echt der hier manchmal. Nee, die kriegt man ja ganz easy hin, wenn. Stell dir vor, ihr habt so eine Masken, ne? Die ihr nur von hinten treffen könnt. Und dann kommt auf einmal so dieser, ich weiß nicht, wie er heißt, raus, der die Gegner beschützt. Wisst ihr? Gott, ist der nervig. So, Cube of Meat für ein geiles Damage ab. Nee, da komme ich so nicht ran. Aber ich kann hier mal nach dem Secret Room, dem Super Secret Room suchen. Ist er nicht, aber dann komme ich so ran. Hat sich gelohnt. Das hier lohnt sich. Hoffe ich. Beziehungsweise habe ich gehofft. Hier einen für eine Bombe. Mr. Dolly natürlich. Es wäre eine Beleidigung, das nicht mitzunehmen. Eine Beleidigung mir selbst gegenüber. Nee, ja, es war einfach nur schlecht umgesetzt meinerseits. So. Aua. So, jetzt hätte ich gerne Shop. Das wäre sehr, sehr schön. Oh, Goldrum habe ich noch gar nicht. Goldrum habe ich ja auch noch nicht. Oh, so viele Spacebar-Items. Gottchen. Gottchen, Gottchen, Gottchen. So. Warum sind die so laut? Gott, oh Gott, oh Gott. Mein, ja, das sind Kinder, aber wir sind bei 22 Uhr. Mensch, 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 Mensch. Na okay, ist Wochenende. Ich denke, das geht relativ klar. Wochenende kann ich verstehen. Aber ohne Umwege direkt zum Spawn zurücklaufen, ne? Ja, nee, ich habe keine Ahnung, wo das Secret Room ist. Aua. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte an die Kiste ran gehen sollen. Naja. Mensch, bist du rot, Apollyon. Ist dir da etwas peinlich? Übrigens, gute Nachrichten, ich habe den Shop gefunden. Und ein nettes Trinket. BFF. Two Farts, Wheel of Fortune. Hermit, Tower, Hierophant. Sehr schön. So, dann nehme ich den Hermit mit. Zahle meine Münzen ein. Frag noch mal ganz nett nach dem Secret Room hier.
zahle nochmal ein. Wie ein guter Bürger. Und dann können wir in die nächste Ebene. Ich tue momentan ziemlich viel Gutes für unsere für unseren Donatomaten. Ich fühle, wie das Gute in mir steigt. So, und runter. Ich sagte vorhin trinken, das werde ich jetzt tun. Heute ist es x-beliebige Orangenbrause bei mir. Bei euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Goldener Schlüssel, gleich sehr gut. Ich hätte aber gerne irgendwas, was mir, wo ich mein Item einsetzen kann. Oder zumindest die Möglichkeit hätte. So. Ach, ist es schon wieder soweit? Der Greed. Schon wieder Zeit für die Gier. Tut mir leid, aber deinen Spielmodus spielen wir heute. Nee, ich. Ja, das sind meine Münzen. Doof, Mann. Naja, vielleicht finden wir ja noch den Shop unterwegs. Das wäre schon stark. Apropos stark. Dankeschön. Eine kleinere Hitbox ist erstaunlich stark. Nicht erstaunlich, das ist sehr stark. Ist ja eigentlich, warte ich nebenbei noch ein bisschen auf Perboy, weil wir müssen ja noch Minecraft aufnehmen und so, aber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Perboy das hier nicht sieht, ne? Wir werden letztens uns mal wieder über irgendeinen unwichtigen Scheiß gestritten. Also einfach nicht weiter aufkramen. Aber was ich interessant finde ist, der Typ bleibt mir. Ich würde nicht falsch liegen wollen und mir da irgendeinen Bullshit zusammenreimen. Aber Moment. Nehme ich mit. Aber im nächsten Atemzug sagt er mir, dass jede meiner Argumente falsch ist. Sagt nicht wieso. Und haut dann sowas raus wie: Falscher könntest du nicht liegen. Wie gesagt, ich könnte nicht falscher liegen. Aber warum? Wisst ihr? Also quasi sage ich, nach A kommt C. Jetzt mal ungeachtet davon, dass es technisch nicht falsch ist. Nach A kommt auf jeden Fall C, aber dazwischen kommt halt erstmal B. Jedenfalls sagt er mir, ja nee, nach A kommt nicht C. Und belässt es dann dabei. Wisst ihr? Das ist, finde ich, ein bisschen. Ein bisschen doof. Okay, da komme ich nie ran. Aber ich denke, wir haben genug Damage, dass wir den dass wir den Boss schaffen könnten. Es ist Horn. Bighorn. Ich wusste es noch nicht, aber irgendwie kann der Bombe schlucken. Ich weiß auch immer noch nicht, wie unter welchen Umständen er das kann, aber er kann es. Ich habe die Animation gesehen. Ja, die Sets sind nicht schlecht. Damit will ich doch mal gucken, ob ich nur noch eine noch Heilung oder so zusammenreimen kann. Des Weiteren will ich den Secret Room suchen. Denn der ist da. Und schauen, ob ich vielleicht unter Umständen hier ein Planetarium habe. Weil wenn ja, ich hätte es in den Raum da drin gucken sollen. Fuck. Weil wenn ja, dann nehmen wir das auch gleich mit. Naja, so schaffen wir es wenigstens noch in den
Chaos Room sollte ich hier keinen Damage nehmen. Na, wenigstens. So, Chaos Room. Verdammt. Laufen wir auf ein Health Up. Und zwar ein vernünftiges. Meat oder so. Aber jedes andere Health Up macht auch Sinn an dem Punkt. Nein, aber Damage Up geht auch gut. Muss nur ein bisschen aufpassen, wie ich mich gegen welchen Boss bewege. Weil da darf ich zum Beispiel... Wäre es zum Beispiel scheiße, direkt neben ihm zu stehen. Müsste ich eher drüber oder drunter stehen. So. Und bei dem muss ich halt immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Darf mich aber halt nicht von den Dingens da treffen lassen. So, und ganz einfach bewältigt. Jedoch fehlen mir jetzt HP. Und da ich die brauche, werde ich den Raum hier noch abklappern. Oh Junge. Bombe? Verdammt. Naja. Gehen wir in die nächste Ebene. Ich glaube, wir legen aber den Lichtschalter. Nicht Lichtschalter. Den. Wie heißt er noch? Den Leiter. Feuerzeug. Das legen wir noch im Shop. Nicht Shop, im Bossraum ab. Das können wir leider nicht mitnehmen. Ich meine, können wir die nächste Ebene noch mitnehmen, aber danach nicht. Das geht leider nicht. Oh hey, Goldraum. Du bist gut. Der ist die Stats nicht wert, aber er ist es wert, mitgenommen zu werden. Und zwar richtig. Denn er kann mich heilen. Hätte mich heilen können. Versuchen wir es noch einmal, aber diesmal mit Goldraum Start. Da. Das war scheiße. Das war scheiße. Doch nicht Crack the Sky, komm schon. Irgendwas von minimaler Bedeutung. Komm schon, tu es mir an, Spiel. Gib mir das Ippecack oder so ein Schwachsinn. Ich tue es euch nur ungern an, aber... Oh, den kann man sogar mitnehmen. Und der ist dezent stark. Lockdown. Schwach. Schwache Leistung. So. Wir suchen den Shop nicht. Den Goldraum so. Auch nicht. Wir suchen den... Warum gehe ich hier rein? Achso. Wir suchen den Boss. Und eine Bombe. Eine Bospe. Quasi. Das ist aber der letzte Versuch für dieses Video, denn ich merke gerade, wie Kopfschmerzen in mir sich anbahnen. Und das ist nicht schön. Soll ich dann weniger über komplizierte Entscheidungen in einem Videospiel nachdenken, als eher irgendwas Hirnloses machen? Wieder Fortune. Da bauen wir gerne. So. Ganz einfach. Den Raum geklärt. Und schön ist. Ich muss übrigens sagen, ich lasse es vielleicht so wirken, aber gesund bin ich noch lange nicht. Bin immer noch kräftig erkältet. Wie letzten Donnerstag, glaube ich, war das. Ding ist nur, dass ich mich zum Aufnehmen in der Lage fühle.
Die beschissensten Stats ever. Nächste Ebene. Ich muss mal ganz kurz auf Discord gucken. Nichts allzu Wichtiges. So schnell, bevor die mir eins ans Leder geben. Aber danach mache ich sie aus. Denn sonst brennt ja noch dieses Haus ab. Ihr müsst dran denken, das hier ist nur ein Keller. Keine Höhle, kein gar nichts, nur ein Keller. Und wenn er brennt, tja, armes Haus von Isaac. Das ist nicht allzu hilfreich, würde ich mal so behaupten. Ich hätte Pageant Boy wahrscheinlich mitnehmen sollen, oder? Ich meine, ich hätte das Geld einzahlen können. Mein Donatomat hätte sich gefreut. Wieso mache ich das eigentlich immer falsch rund? So. Sehr schön. Und... Oh, Soul Heart. Sehr schön. Jetzt brauchen wir hierfür eine Bombe. Sehr schön. Da ist auch schon die Bombe hierfür. Und wir können uns in den Custom trauen. Hätten wir aber nicht tun sollen. Not gonna lie. Ich bereue es quasi. Ja, schon gut. Ich weiß, schnell umentschieden. Geht manchmal aber auch mega schnell. Ich hätte gern die Monstrus weg, bitte. Mein Knüppelkuchen, von dem ich gerade erzählt habe, übrigens, war sehr verbrannt. Innen auch. Ein bisschen. Bin kein talentierter Koch. Tanji würde sich bei mir am Grabe umdrehen. Oder ihn, der dreht sich in seinem Grabe um, quasi. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich bin ein miserabler Koch. Aber ich gebe mir Mühe. Und das ist, wenn man für sich selber kocht, das ist das Einzige, was zählt. Müsste ich jetzt für Sky oder die Familie hier kochen, ne? Dann, das wäre ein absolutes Desaster. Kann ich doch nicht. Das kann ich einfach nicht. Ich weiß, ich habe es trotzdem mitgenommen und werde es jetzt jedes Mal einsetzen, wenn ich etwas wollte, aber... ist okay. Schätze ich. Das war eine verschwendete Bombe. Und zwar kräftig. Nein. Scheiße. Nehmen wir das. Öffnen wir hier. Klar. Dann nehmen wir das. Und öffnen es beim Boss. Steht ihr? Sondern nicht beim Boss, sondern beim Devil Deal. Wo wir reingehen werden. Ausnahmsweise. Sollten wir es überleben? Sollten wir die Turtlings überleben? Ich glaube nicht dran, aber es ist nicht unmöglich. Wir haben den Little Horn. Der ist eine Hilfe. Und zwar, wie ihr seht, kräftig. So, und Devil Deal haben wir nicht gekriegt. Das heißt, Health Up und Damage Up. Sehr schön. Dann holen wir uns eins der beiden Voids wieder. Sehr
schön. Zahlen noch ein bisschen Kohle ein. Die paar Pockets habe ich jetzt wirklich nur mitgenommen, weil ich damit besser Geld einzahlen kann. Und darüber freut sich doch mein Donatomat, wisst ihr. So, ich werde mal ganz kurz pausieren das Video, damit ich ja, ein bisschen was machen kann und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir sind wieder da und dann spielen wir weiter und Little Horned und Big Horned und ja. Mein Big Horned noch nicht, aber ne? Ich schätze, ihr versteht. Wenn nicht, tja, dann haben wir wohl ein Problem. Das ist das Trinket, das wir brauchen. Wir zahlen am Ende der Ebene ein. Ist mir gerade aufgefallen. Ist mir gerade spontan aufgefallen. Also so ganz, ganz, ganz spontan, wisst ihr? Komm schon, gib mir Geld. Also nicht du, sondern Raum-Reward. Auch Kohle. Ich kann jetzt halt echt nicht abwarten, die nächste anderthalb Stunden. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber da kommt ein Friday Night Funkin' Song Cover raus, dass ich mega gehypt bin. Death Toll bei Juno Songs und so. Das ist wunderschön. Der Song und das ist ein sehr talentierter Creator. Ich meine, da er jetzt schon zwei Hypnos Lullaby V2 Songs am Stück hochlädt und das auch noch innerhalb von 7 Tagen quasi. Letzten Freitag hat er nämlich Monochrome geupdatet quasi. Beziehungsweise seine Version von Monochrome hat er geupdatet. Nee, versteht. Und jetzt halt Death Toll. Ich hoffe, da kommt noch Isotope rum. Oder Brimstone. Brimstone wäre auch toll. Apropos Brimstone. Ich hoffe, dass der Goldraum, nicht der Goldraum, der Devil Deal, dass der für mich einen Brimstone über hat. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Steht hier? Oh. Huch. Ich habe den Shop gefunden, aber nicht den Goldraum. Will nicht sagen unangenehm, aber auch echt nicht angenehm. Aua. Nee, meine Nase juckt. Aha. Wirklich, wirklich eigentlich konzentriert. Machen wir es, mein Boss. Das ist es mir wert. Scheiße. Achtung, Ruhe-Moment. Ich muss mich konzentrieren. Ich brauche ein wenig Konzentration. Denn Gerd ist nicht der einfachste Gegner, so auszuweichen. Nein. Ich denke, Duality will ich mitnehmen. Und schon hat sich gelohnt.
Jetzt müssen wir aber erstmal den Goldraum finden. Komme, was da wolle. So, musste gerade ganz fix das nachlesen. Nämlich, ob es per Wolle war. War es nicht. Jetzt gehen wir aber schnurstracks zum. Ich sagte schnurstracks zum Goldraum. Das ist nicht der Goldraum. Haben wir schon den Lehrhund. Töte für mich! Töte! Sehr schön. Ja klar. Ich weiß, was wir jetzt im Goldraum liegen lassen werden. Ja, es geht auch tatsächlich. Es ist sehr ungewohnt und auch leicht unangenehm, aber es geht. Nämlich werden wir den Shopkey dort liegen lassen. Oh hey. Nehmen wir erstmal das mit. Dann machen wir das. Und sobald man den Raum verlassen hat, können die was spawnen. Können, nicht müssen. Wird da gerne rein. Sierra? Nee, das ist Hagalas. Wird wahrscheinlich Hagalas mitnehmen. Gut zu wissen, wo das Secret Room ist. Kümmern wir uns erstmal um die hier. Natürlich geht er von Raum zu Raum nur um einen anderen Gegner zu treffen. Sehr hilfreich. Lhond. Sehr hilfreich. Ich denke, wir sollten unser Geld mal zunutze packen. Ich weiß es, Little Dumpy, aber da, sowas hier. Etwas, das mir beim, das mir den Angriff hilft, wisst ihr? So, und jetzt muss ich erstmal einen Stalk hier ablegen, mitnehmen. So, Hagar, das nehme ich mit. Dann hole ich mir von da das Trinket. Dankeschön. Dann hau ich es da drüben, buttere ich es quasi in den Goldraum. Da muss ich nicht so ewig weit zum Boss laufen. Nur dafür, wisst ihr? Oh, stimmt. Oh, hey. Ist zu scheiße geworden. Hä, ich hab's immer noch? Okay. Ich halte das für einen Bug, aber ich schätze, ich nehm's. Naja, einem geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Gab's nicht hier irgendwo noch einen Raum mit vielen Steinen? Nicht, dann werde ich hier rein. Hier gab's ein paar. Nein, den Nagel werde ich nicht mitnehmen. Hätte ich wahrscheinlich sollen, werde ich aber nicht. So, und jetzt endlich in eine andere Ebene. Ja, die Anti-Gravity-Tears will ich jetzt schon nicht mehr.
Die fühle ich jetzt schon nicht mehr. Die sind jetzt schon zu lang da. Aber mit 2020 sind die dann doch ganz annehmbar. Mal sehen, was wir so für interessante Kombinationen kriegen. Sticky Nickel. Das war leicht angsteinflößend, jedoch nicht unmachbar. Apropos angsteinflößend. Dieser Raum war so etwas. Ah, quasi Bloody Lust. Boah, Lusty Blood. Ich hatte, was auch immer das war vorhin. Ne? Da wir beim Boss sind, werde ich das mal gleich in Ruhe lassen. Spacebar Item. Wir haben Soul Hearts, wir können einfach gulpen. Ehrlich gulpen. Swallowen. Unangenehm. Scheibenkleister. Nee, mein Leben. Naja, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.